Servus Leute, hi hi, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So, aufgepasst, und zwar DJ Tim Tomic. An der Stelle herzliche Grüße an dich. Der Tim hat mir im vergangenen Schaschlik-Video geschrieben und da wollte auf jeden Fall mein Schaschlik mal nachmachen. Tim, ich hoffe, dass das funktioniert hat. Ich hoffe, dass du es genüsslich verzehrt hast. Und ja, dass auf jeden Fall funktioniert hat, dass alles geklappt hat und dass du mit deiner Family einen schönen Tag verbracht hast beim Grillen. Und Tim, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du meinen Kanal abonniert hast und ich möchte dir heute natürlich deinen Wunsch erfüllen. Der Tim hat nämlich den Wunsch gehabt, dass ich sein Rezept mal nachmache und das Ganze in einem Video verpacke und genau das habe ich heute vor. Tim, dein Rezept relativ, also von meinem Gefühl her, das, was ich an Produkten sehe, ihr seht es jetzt noch nicht, aber ich habe bereits hier alles auf meinem Hackbock bereits ausgelegt. Mein Gefühl, Tim, zu deinem Rezept, ich finde es teilweise so ein bisschen eher passend zur Rind, wenn man das Bier weglassen würde, aber im Grunde genommen ein super durchdachtes Rezept. Sehr, sehr würziges Rezept, denke ich, und aber auch sehr, sehr bodenständig. Also ich finde, ich habe es euch schon mal gesagt, ich kenne viele Leute, die ihr Fleisch mit Kiwis marinieren und mit Schmand und Kefir und Joghurt und weiß der Kuckuck was. Und Tim, auf alle Fälle, dein Rezept finde ich soweit echt super. Ich bin mega gespannt, wie es schmecken wird. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch eine Zutat vergessen habe. Die steht noch im Kühlschrank, aber hole ich gleich raus. Und ja, und zwar, Leute, der Tim, der macht einen richtig geilen Schaschlik. Und zwar, was er dafür verwendet für die Marinade. Wacholderbeeren, Salz, Pfeffer natürlich. Ohne dem geht es nicht. So, und aufgepasst, einen Haufen Zwiebeln, das ist eh klar. Und Bier. Leute, ich habe mit Bier schon mal einen Schaschlik mariniert, aber das ist wirklich schon eine Ewigkeit her. Und Tim, dann nochmal ein Dankeschön an dich, dass du mir den Tipp gegeben hast. Und ich habe nochmal zurückgedacht, wie ich das damals gemacht habe. Und dass es wirklich super lecker gewesen ist. Und was der Tim auch noch verwendet, ist Senf. Also ich finde Senf oder beziehungsweise nicht ich finde, sondern ich kenne letztendlich Senfmarinaden eher so zu Rind. Besonders wenn man Roastbeef hat, dann schmiert man das Fleisch mit Senf nochmal ein und lässt es dann nochmal durchziehen und so. Meistens benutzt man da diesen, jetzt nagelt mich nicht fest, ich kann es glaube ich nicht richtig aussprechen, aber ein Dijon-Senf. Dijon-Senf habe ich jetzt heute nicht da. Ich habe einen ganz normalen Senf aus dem Supermarkt, irgendwie so ein halb scharf oder scharf, keine Ahnung. Aber wenn ich mich recht erinnere, ich habe nicht alle Zutaten jetzt parat, die der Tim verwendet. Aber nichtsdestotrotz, man verwendet letztendlich die Zutaten, die man hat. Und ich würde sagen, so zu 90% verwende ich jetzt alle Zutaten, die der Tim auch benutzt. Bis auf eine Kleinigkeit, die ich dann noch reinmachen möchte. Und zwar, hier habe ich die Chiliflocken. Ich liebe Chili über alles. Ich liebe, beziehungsweise, ich mag Speisen, die zu scharf sind, mag ich eher weniger. Also ich liebe Schärfe, nicht, so ist es nicht. Aber ich liebe Speisen, die nicht überschärft sind. Und zwar, die dürfen eine gewisse Schärfe haben, aber ich bin der Meinung, dass wenn man Chili verwendet, dann muss der Geschmack der Chili rüberkommen und weniger die Schärfe. Die Schärfe, das ist, ich finde, Schärfe soll so nebenbei ein bisschen sein Ding tun, aber derjenige, der Chili schon mal angebaut hat, der weiß, dass Chilis wirklich super verschieden schmecken, denn es gibt auch tausend verschiedene Varianten. Und ja, scharf ist nicht unbedingt gut, was Chili betrifft, weil Chili sollte man eigentlich eher so zum Würzen verwenden, meiner Meinung nach zumindest. Und genau das mache ich heute. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, ich fange einfach mal an. Ich richte die Kamera jetzt auf meinen Bock und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.
Ich laber natürlich ein bisschen nebenbei. Ich sage euch, worauf ich da achte, wie ich was mache und so weiter. Jetzt nochmal kurz die Produkte. Und ansonsten wird jetzt fertig mariniert. Aber, ach so, stimmt. Eine Kleinigkeit, die ich glaube, ich noch gar nicht erwähnt habe. Ich habe mir heute ein Ziel gesetzt. Und zwar möchte ich so wenig wie möglich Verschnitt haben. Beziehungsweise ich möchte die, also beispielsweise jetzt zu meiner Angelei, wenn ich draußen beim Angeln bin, habe ich immer Tomaten mit dabei und mariniere eben mein Fleisch eben auch mit Tomaten. Und da hat man Sprung beispielsweise, den man letztendlich verwirft. Man hat Zwiebeln, bei denen man die Schalen verwirft und so weiter. Und ihr wisst, ich habe unten im Garten ja ein paar Hühner. Und ich habe eigentlich so einen Schweineeimer, der im Grunde genommen Hühnereimer ist. Aber ja, ich habe bisher alles, was in der Küche so an Abschnitt anfällt, habe ich immer zu den Hühnern runtergebracht. Und heute, wie gesagt, ist mein Ziel, so wenig wie möglich Verschnitt zu haben und alles zu verwenden bzw. alles zu recyceln, was mir heute letztendlich an Shit übrig bleibt. Sorry, das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber alles, was ein Abfall ist, möchte ich heute eben wiederverwenden. Und das bedeutet, ich drehe jetzt heute am Abend, also wir haben jetzt gerade 10 Uhr abends und ich drehe jetzt nochmal zwei Filme bzw. zwei Videos, einmal hier in Schaschlik. Und was das zweite Video betrifft, möchte ich jetzt noch nicht wirklich verraten, denn ich denke, dass das zweite Video erst im Nachhinein, ein paar Tage nach einem Schaschlik-Video erscheint. Von daher, Leute, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, kommentiert fleißig und gebt einen Daumen nach oben, das würde mich super freuen, denn dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos. Dann bekommt ihr eben von mir immer eine Nachricht, dass ich ein neues Rezept online gestellt habe. Und was ich da im zweiten Video mache, ich würde sagen, das ist was super Spezielles. Wie gesagt, zu viel verraten möchte ich nicht. Aber es ist was super Spezielles und für all die Leute, die dieses Bushcrafting lieben und Outdoor-Cooking und gerne in der Natur draußen sind und ganz aromareiche bzw. ziemlich aromareiche Speisen lieben, dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Im zweiten Video, was ich heute drehe, verrate ich euch, was ich an Fleisch zubereite, welches quasi bei richtiger Lagerung niemals verdirbt, beziehungsweise bei mir ist noch nie verdorben. Gut, weil ich es auch relativ schnell aufesse, das ist klar. Aber, ach, zu viel verraten möchte ich euch doch nicht. Bleibt einfach dran, bleibt dabei und dann werdet ihr schon selber sehen. Im nächsten Video verklicke ich euch da ein bisschen, warum ich das mache und was mir da so im Hinterkopf, was ich so im Hinterkopf dabei habe. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach an, wie gesagt, beziehungsweise ich habe schon alles gesagt und bla 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 bla, let's rock! So, ihr Lieben, ich habe hier wieder ein super geiles Stück Schweinenacken. Diesmal ist der Schweinenacken, glaube ich, von einem etwas jüngeren Schwein, beziehungsweise es wurde einfach mehr abgeschnitten, ist natürlich auch möglich. Aber, ja, keine Ahnung. So, ich schneide mein Schweinefleisch heute mal ein bisschen anders, weil es ist ein schön kompaktes Stück, schon fast rechteckig. Deswegen schneide ich mir erstmal ein paar dicke Steaks ab, und zwar ja so gute 4 cm Steaks, würde ich mal sagen, und dann im Nachhinein quasi meine, wie sagt man da, ja, meine mundgerechten Stücke. So, und am optimalsten finde ich in etwa solche Stücke. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich denke, das sieht man. Schaut euch das an. Super geil mit Fett durchzogen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und stellt euch vor, wenn dieses Fett später auf dem
beziehungsweise morgen auf dem Grill schön zergeht. Muah, bellissimo. So, und jetzt als nächstes nehme ich wieder meinen Kübel zur Hand, beziehungsweise mein Behältnis. Jetzt kommt da das ganze Fleisch rein. So, sieht man es? Da ist jetzt quasi mein ganzes Fleisch drin. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber für eine Familie reicht es vollkommen aus. Vor allem, da kommen noch ein paar Salate dazu, bla bla bla. Und meistens langt da eh noch ein bisschen was für den nächsten Tag. So, das soweit zum Fleisch. Jetzt geht's weiter. Als erstes habe ich hier einmal einen Topf. Ich habe heute schon mal Zwiebeln gebraucht, deswegen habe ich da schon ein bisschen was drin. Stinknormaler Topf. Da kommen die ganzen Zwiebelschalen rein. Und jetzt geht's an die Zwiebeln. So. Also Leute, ganz ehrlich, das, was ich jetzt als nächstes mache in meinem zweiten Rezept, das ist das Video, was dann ein paar Tage später rauskommen wird wahrscheinlich. Also ein bisschen was verraten möchte ich euch doch. Nicht zu viel, aber gerade ein klein wenig. So, ihr wisst ja, dass ich gerne zum Angeln gehe. Und beim Angeln habe ich immer ein Problem, beziehungsweise kein Problem, aber ich denke mir immer, scheiße, was soll ich mitnehmen zum Angeln? Und vor allem fahre ich meistens so am Vormittag los, packe morgens meine Sachen, beziehungsweise schon einen Tag vorher. Aber bis ich dann morgens noch zu Hause alles erledigt habe, was zu erledigen ist, ist es dann meistens so circa 11, 12 Uhr, bis ich dann losfahre. Und dann muss man natürlich ein bisschen was zum Mittag essen, beziehungsweise wenn ich dann erst später grille beim Angeln, dann ist halt ja locker mal 8 Uhr abends und das ist halt für mich zumindest viel zu spät zum Essen. Also ich brauche da was im Magen, sonst kriege ich Kopfschmerzen, Bauchweh und alles, was so dazugehört. Deswegen nehme ich immer zum Angeln ein Stück Fleisch gerne mit. Und genau dieses Stück Fleisch werde ich jetzt in meinem nächsten Video vorbereiten bzw. zubereiten. Denn dieses Stück Fleisch, was ich da mache, das ist, ja, das braucht eine Weile. Das ist letztendlich eine Zubereitung, die über, ja, ich glaube, 2 Tage lang geht. Ich muss nochmal genau nachschauen, was ich mir letztes Mal aufgeschrieben habe, aber so in etwa 2 Tage. Genau, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag und jetzt am Donnerstag, quasi übermorgen, gehe ich wieder ans Wasser zum Angeln. Und da nehme ich eben dieses Stück Fleisch, was ich dann gleich im nächsten Video zubereiten werde. Das nehme ich dann natürlich mit und werde es dort verkosten. So, die ganzen Zwiebelschalen kommen jetzt in den Topf rein, den ich dann später benötigen werde. Somit habe ich heute absolut null Abfälle. Ist das nicht geil, Leute? Null Abfälle. Zero. Null. So, die Zwiebeln schneide ich grob. Manche Leute schneiden Ringe, die sie dann später auch auf den Spieß drauf machen. Ich mache das heute nicht, beziehungsweise ich mache das generell irgendwie nicht. Frag mich nicht warum, keine Ahnung, ich habe mir da selber noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber ja, beziehungsweise wenn ich mich so zurückerinnere, immer wenn ich Ringe geschnitten habe, um sie später noch Spieß drauf zu setzen, dann hat es meistens eh nicht funktioniert, denn ich bin einer, der das Fleisch gerne durchknetet und beim Durchkneten gehen sowieso die ganzen Ringe kaputt. Oder die meisten zumindest. Deswegen schneide ich meine Zwiebeln einfach nur grob. Kostet viel weniger Zeit. Ist fürs Fleisch super. Besser zum Umrühren. Und vor allem, nachdem ihr das Fleisch auf die Spieße aufgesetzt habt, dann bleibt das, was zurückbleibt, letztendlich echt übersichtlich. Und das mag ich, weil die Pampe, die dann quasi die Marinade, die dann übrig bleibt,
Ich weiß nie, was ich damit machen soll, den Hühnern geben. Ganz ehrlich, scharfe Gewürze, scharfe Zwiebeln. Keine Ahnung, ob das so gut ist für die Hühner. Gut, fressen tun die eh alles. Leute, ganz ehrlich, man sagt ja, dass Schweine alles fressen, aber wenn ich jetzt zu meinen Nachbarn runtergehe, beziehungsweise nicht zum Nachbarn, sondern zwei Straßen weiter, da haben wir einen Bauer und der hat eben Schweine und ich sag's euch, Schweine fressen nicht alles. Schweine sind wie Katzen, die sortieren alles aus. Alles, was denen nicht gefällt, sortieren die alles aus. Aber ich kann euch sagen, dass Hühner wirklich krasse Allesfresser sind. Hühnern kannst du alles hinschmeißen, die fressen einfach alles auf. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie Kunststoff fressen würden. Ah, keine Ahnung, was mit den Viechern los ist. Auf jeden Fall sind es tatsächlich krasse Allesfresser. So, jetzt kommen die Zwiebeln in mein Fleisch hinein. Also ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele Zwiebeln ich habe. Ich habe auf jeden Fall knappe 2 Kilo Fleisch und ich glaube, das waren so in etwa 7 Zwiebeln oder so. 7 mittelgroße Zwiebeln. Und das wandert jetzt alles hier rein. Zwiebeln geben einen Haufen Geschmack ab, geben einen Haufen Saft ab und das finde ich mega. Deswegen, ich persönlich spare beim Marinieren nie an Zwiebeln. Als nächstes, lieber Tim, du benutzt Wacholderbeeren. Tim, ich liebe Wacholderbeeren, wirklich, über alles. Aber Tim, ich habe keine Ahnung, ob du ganze Wacholderbeeren reinschmeißt oder ob du sie schrotest oder wie auch immer. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich die Wacholderbeeren mörser. Denn Wacholderbeeren entwickeln ihr Geschmack letztendlich nur, wenn sie aufgehen. Wenn ihr Wacholderbeeren in die Suppe reinschmeißt oder so, auf jeden Fall, wenn ihr die Wacholderbeeren kocht, irgendwann saugen sich die Wacholderbeeren voll mit Wasser. Und da habe ich eine faule Wacholderbeere. Krass, seit wann können Wacholderbeeren faulen? Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, sieht man das? Sieht man das? Keine Ahnung, ob man das sieht. Ja, das sieht man. Auf jeden Fall sieht das wie eine vergammelte Wacholderbeere aus. Krass, ich wusste gar nicht, dass Wacholderbeeren gammeln können. So, liebe Leute, lieber Tim. Tim, nochmal vielen lieben Dank für dein Rezept. Hier habe ich meine Wacholderbeeren. Ich habe mich dazu entschlossen, die Wacholderbeeren zu mörsern. Ich benutze jetzt diesmal viele Wacholderbeeren. Ich zermörse die nämlich relativ grob und hoffe, dass dann eben das Bier später den Rest tut. Aber ich wollte sie auf gar keinen Fall im Ganzen lassen, denn Wacholderbeeren haben die Eigenschaft, ihren Geschmack freizugeben, sobald die aufplatzen. Deswegen wird das Ganze jetzt grob zermörsert. Da muss man aufpassen, da fliegt gern alles durch die Gegend. So, ich denke, dass das jetzt auch schon reichen sollte. So, wer von euch hat schon mal zermörserte Wacholderbeeren gesehen? Schaut euch das mal an. Boah, krass. Jetzt, wie sie offen sind, kommt da ganz... Oh, das riecht übel. Das riecht so geil, wirklich. Also, Wacholderbeeren zermörsern. Tim, ich weiß nicht, ob du das genauso machst, aber ich rieche die Gewürze jetzt gerade echt krass raus. Und daher, ich denke, das ist gut so. Ich weiß nicht mehr, Tim, wie viele Wacholderbeeren du benutzt. Ich benutze da jetzt, keine Ahnung, das sind 20 Stück oder so. 10 bis 20 Stück. Und zermörsert, denke ich, feine Sache. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viel sein wird, dass die Wacholderbeeren nicht zu übertrumpfen werden jetzt in der Marinade. Aber Leute, ich liebe Speisen, die nach was schmecken. Ja, deswegen dufte, weiter geht's. So, Leute, und weil ich eh schon am Mörsern bin, habe ich gedacht, mörse ich bunten Pfeffer jetzt auch nochmal dazu. Also ich nehme heute nicht den typischen schwarzen gemahlenen Pfeffer, sondern ich nehme jetzt bunte Pfefferkörner, die man quasi in die Pfeffermühle reinmacht und mörse die auch. Ich meine, wenn man eh schon dabei ist, warum soll man es nicht gleich richtig machen, oder?
So, und auf jeden Fall werden jetzt die Pfefferkörner auch nochmal zermahlen. Ich zermahle sie allerdings auch nur grob, denn ich will den Geschmack raus haben und ich möchte nicht unbedingt den Pfeffer dann später gegrillt haben. Ich möchte das Fleisch grillen und da ich heute nicht sonderlich viel Fleisch habe, mahle ich die oder mörse ich die Zwiebeln jetzt auch nur grob. So, die Zwiebeln, sorry, dummes Geschwätz. Pfeffer natürlich. So schaut das Ganze aus. Leute, wenn es mal eine 4D-Kamera geben wird, in der man Gerüche wahrnehmen kann, bin ich der Erste, der sich so eine Kamera anschafft. Leute, das riecht Hammer, ich kann es einfach nicht beschreiben. Eben die Wacholderbeeren, einen geilen Duft abgegeben. Jetzt nochmal einen bunten Pfeffer, da sind auch noch rote Pfeffer. Pfefferbeeren, das ist ja eigentlich kein Pfeffer, aber rote Beeren sind auf jeden Fall auch nochmal mit drin. Und das duftet. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt, was draus wird. So, Wacholderbeeren, Fleisch, Zwiebeln, Wacholderbeeren sind schon drin. Die Pfefferkörner landen jetzt da auch nochmal rein. So, und was auch natürlich nicht fehlen darf, ist Salz. Ich habe hier so roten Meersalz, Steinsalz, grobkörnig, keine Ahnung, stinknormale Salz. So, Meersalz, irgendwas rotes Meersalz stand da jetzt drauf, auch total bums. Auf jeden Fall zermörse ich den Salz jetzt auch, allerdings auch nur grob. Also ich meine, das sind ja schon grobe Teile, aber ich mache daraus jetzt nicht so ein feines Salz wie eben aus der Packung, sondern ich gucke, dass ich die Salzkörner eben, die Salzkristalle letztendlich auch ein bisschen aufkriege. Und das war's auch schon. Ja? Geiler Shit. Leute, wisst ihr, wie Salz riecht? Nein? Mörsert mal groben Salz und schnuppert mal dran. Dieses Salz hat irgendein Aroma. Auf der Packung stand jetzt rotes, grobkörniges Salz drauf. Aber das riecht. Das riecht nach Salz. Mir war noch nie bewusst, dass Salz riechen kann. Naja, YOLO. Zack. So, was haben wir bis jetzt drin? Wir haben ca. 2 Kilo Fleisch. Wir haben in etwa 7 mittelgroße Zwiebeln. Wir haben in 10 bis 20 Wacholderbeeren gemörsert, rein, gut. Wir haben eine halbe Handvoll bunten Pfeffer, zermörsert, rein. Wir haben eine Handvoll roten Meersalz, gemörsert, wieder rein. So, was als nächstes? Lieber Tim, ich habe jetzt so einen Senf hier. Also Senf von Tommy, mittelscharf, Delikatess-Senf. Ich weiß nicht, was ihr so davon hält, aber ich finde, dass das, was auf der Packung draufsteht, echt schön ausgeschmückt ist. Das ist ein stinknormaler Senf, ja. Da steht jetzt drauf, mittelscharf. Leute, der ist süß, Mann. Der ist süß. Schmeckt gut, aber süß. Ich finde den nicht scharf. Ha! Leute, was geht ab? Ich quatsch mit euch. Gut, ich hab mein iPhone nebendran am Laufen, einfach nur um zu gucken, wie die Aufnahme so ist. Plötzlich geht Siri an. Kennt ihr das? Habt ihr das jetzt gehört? Gibt es irgendeinen Sprachbefehl, wie man die Siri aktivieren kann? Keine Ahnung, aber plötzlich quatscht die Siri mit mir. So, Senf kommt rein. Alter, das habe ich ja noch nie erlebt. Plötzlich quatscht Siri mit mir. Hey Siri, was geht ab? Habt ihr das gehört? Leute, die Technik heutzutage, ich sag's euch. Ich find's mega, ich feiere die Technik heute voll, aber merkwürdig. Ah, jetzt ist Siri aus, what's up? Ich probiere es nochmal, okay? Also,
Yo Siri, was geht ab? Hey Siri, was geht ab? Sei gegrüßt, Erkling. Ich meinte Andreas. Servus Siri. Krass. Lustig. Ich find's geil. Milder Senf. Also, mittelscharfe Senf, die ich eigentlich für süß halte. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das kann sehr schnell überwürzen, egal bei welchem Fleisch. Aber milder Senf, probier nochmal. Der ist wirklich mild. So. Milder Senf, mittelscharfer Senf. Obwohl der mild ist, ist der schärfer wie der mittelscharfe. What? Weiter, eine Flasche Bier. So. Also ist eine 0,5er Flasche und da ist in etwa die Hälfte jetzt drin. Und Leute, habt ihr echt gedacht, dass ich Fleisch mariniere auf Bier und ich trinke selber keins? Leute, cheers, Prost, bleibt gesund, haltet zusammen, genießt die Zeit mit eurer Family. Ich wünsche euch einen guten Appetit, macht das Rezept mal nach. Tim, nochmal an der Stelle, vielen lieben Dank an dich. Ich lasse mir das auf jeden Fall schmecken. Ich rühre das Ganze jetzt gerade noch um. Gestern das Fleisch mariniert, heute Morgen habe ich das Fleisch noch mal rausgeholt und mal ordentlich durchgerührt. Und Leute, ich kann euch sagen, das Rezept vom Tim ist wirklich einfach nur sagenhaft. Ich bin echt überzeugt, also zumindest vom Geruch her. Ihr habt gesehen, den Grill, den habe ich mittlerweile schon angeschmissen. Und ansonsten, was habe ich jetzt noch zu tun? Ja, ich werde jetzt letztendlich unsere Platte nochmal vorbereiten. Ich werde das Ganze mal ausschmücken. Ich habe ein bisschen Salat vorbereitet, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Tomaten. Werde das Ganze etwas ausgarnieren. Die Schaschlikspieße, die müssen aufgezogen werden. Und ja, ansonsten war es das auch schon. Und ich bin super gespannt. Das Feuer brennt schon. Ich denke, dass das Feuer jetzt noch so circa eine Stunde brauchen wird, beziehungsweise so eine Dreiviertelstunde, bis ich anfangen kann zum Grillen. Und ansonsten, ich würde sagen, großartig ist nichts mehr zu tun. Bleib einfach dran. Ich sage euch gleich, wie es schmeckt. So ihr Lieben, ich habe euch jetzt was echt Lustiges zu erzählen. Ihr merkt, ich habe jetzt was anderes an. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir haben eine kleine Tochter, die ist gerade mal ein Jahr alt, beziehungsweise knapp über ein Jahr. Und ist jetzt so zu dieser Uhrzeit, so gegen 7:30, legen wir sie meistens schlafen, gehen mit ihr vorher nochmal baden. Baden sie und dann geht es eben für sie ins Bett. Und wer sagt's, ganz typisch, ich ziehe sie aus, mache sie sozusagen badefertig, nehmen sie hoch und die pieselt mich einfach an. Und daher nicht wundern, es ist kein anderer Tag, es ist kein anderer Schaschlik, alles gleich, aber eben lustige Situation eben gehabt. Und jetzt bin ich wieder draußen, die Kleine, die schläft mittlerweile und wir haben gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und von daher würde ich sagen, lasst einfach mal beginnen. Der Grill ist soweit runtergebrannt, es kann losgehen und von daher, let's rock! Thank you.
So Leute, lieber Tim, dein Schaschlik ist nun fertig und also es duftet echt wahnsinnig. Ihr habt gesehen, ich habe da noch ein paar Kräuter rein. Ich weiß nicht, ob ich euch davon berichtet habe. Auf jeden Fall war das Dill, Petersilie und Zwiebeln. Die habe ich gerade ein bisschen vermischt aufs Fleisch oben drauf und gut ist. Aber jetzt möchte ich es unbedingt mal probieren. Boah, ist das heiß. Krass. Alter, Tim, du alter Hund. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich 10 Punkte vergeben darf, Tim, du kriegst 15. Ohne Scheiß. Mmh. Leute, macht dieses Rezept unbedingt nach. Tim, ein Hoch auf dich. Vielen Dank für dein Rezept. Also wirklich genial. So einen guten Schaschlik habe ich wirklich schon lange nicht mehr gegessen. Und, wow. Wahnsinn. Mmh. Leute, die Wacholderbeeren, die kommen so geil rüber. Senf, Bier. Ich finde, man spürt jedes einzelne Aroma separat raus. Ah, herrlich. Leute, ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich muss das Zeug hochbringen, wir müssen den schnell essen, solange es noch warm ist. Wahnsinn. Tim, Daumen nach oben. Vielen lieben Dank für den Tipp. Vielen lieben Dank für dein Rezept. Schmeckt einfach nur Hammer. Aber ich gehe jetzt echt schnell essen. Boah, das ist zu geil. Leute, ich mache jetzt die Kamera aus. Und sollte es irgendwann mal wirklich so eine 4D-Kamera geben, mit Geruch und Geschmack. Und das Erste, was ich mir hole, ich möchte es unbedingt zeigen. Auf jeden Fall empfehlenswert. Nochmal, Tim, ich muss nochmal Danke sagen, wirklich. Geiler Scheiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Demnächst kommen noch mehr so geile Sachen. Und ja, geile Sache. Ich hau es wirklich ab. Richtig lecker. Prost, Leute!